Ja, ich denke, wir haben ein interessantes Fußballspiel heute gesehen, mit einem guten Start für den gegen Cottbus. Frühe Führung mit dem 1:0. Danach sind wir gut zurückgekommen, haben das Ausgleichstor gemacht, klasse Flanke. Und Marvin Vanicek und Marco Grüttner köpft ein. 1:1 und dann die Verletzung von Marvin dann gehabt. Erst ein ganz komisches Gefühl hatte, aber Gott sei Dank haben wir jetzt im Krankenhaus röntgen gelassen, ist nichts gebrochen, also immer eine starke Prellung. Mal, dass die MRT-Bilder das dann auch nochmal bestätigen, also von dem her sind wir da, denke ich, vielleicht hoffentlich verschont geblieben. Haben danach mit Eric Berko natürlich dann den Schlüsselspieler eingewechselt, der das 2:1 dann selber gemacht hat, dann das 3:1 vorbereitet, klasse gemacht, auf dem Flügel durchgegangen, spielen den Ball nach hinten und 3:1 Führung zur Halbzeit, denke ich, verdient. Zweite Halbzeit Energie versucht, viel Druck zu machen. Es hat lange gedauert, so richtige Torchancen haben wir jetzt nicht zulassen müssen, denke ich. So ein paar kleine Situationen, denke ich, waren da. Und natürlich dann mit dem Anschlusstreffer zum 3:2 wird es dann richtig eng nochmal für uns. Wir hatten vorher, ich glaube, 4 oder 5 Umschaltsituationen, wo wir einfach den letzten Ball nicht gut spielen und um das Spiel dann frühzeitig zu entscheiden. Aber dann hat die Mannschaft einfach das nochmal über die Bühne gebracht. 3:2 gewonnen. Freut uns jetzt zum Abschluss natürlich, dass wir da nochmal einen Dreier holen konnten, auch hier in Cottbus. Das ist dann schon auch was Besonderes. Und jetzt drücken wir natürlich alle Daumen unserer ersten Mannschaft, die bekanntlich schon mal so hingelegt und hoffen, dass es noch gedreht wird. Das werden wir jetzt im Bus verfolgen auf der Rückfahrt. Das sind unsere Gedanken jetzt im Moment, glaube ich. Dankeschön. Ja, erstmal Glückwunsch an VfB. Wir haben das Spiel in der ersten Halbzeit verloren, nachdem wir gut ins Spiel gekommen sind. Frühe Führung, danach eine große Chance von Leo Kaufmann. Und ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass das vielleicht am Anfang dem einen oder anderen ein bisschen zu leicht ging, weil alles das, was uns normalerweise so ein bisschen ausmacht, Zweikampfführung, Ballgewinne, seriöses Arbeiten gegen den Ball, war dann eine Zeit lang weg. Und das kannst du gegen so gute Fußballer, wie es Stuttgart nun mal hat, dir nicht leisten. Wir haben das Spiel über unsere rechte Seite dann hergegeben, weil wir da überhaupt keine Zuordnung gefunden haben, weil wir da unterlegen waren in den 1-gegen-1-Situationen. Und dann gehen wir verdient mit 1:3 in die Halbzeit. In der zweiten Halbzeit haben wir jetzt auch kein überragendes Spiel gemacht. Die Mannschaft hat sich zusammengerissen, hat versucht, das Spiel noch zu kippen und noch zu drehen. Wenn der Ausgleich ein bisschen früher fällt, weiß ich nicht, ob wir da noch eine Möglichkeit haben. Wir hätten aber genauso gut auch noch im Konter laufen können zum 1:4 oder nachher zum 2:4. Von daher haben wir verdient verloren. In der ersten Halbzeit für mich unverständlich enttäuschende Leistung. Im letzten Heimspiel musst du dich von deinen eigenen Leuten, glaube ich, besser verabschieden und dich besser präsentieren, wie wir es gemacht haben. Mit der zweiten Halbzeit kann ich halbwegs leben, aber das ist ja auch der Mindestanspruch, den jeder an sich haben sollte. Und letztlich gehen wir jetzt mit einem schlechten Gefühl in die Pause, aber jetzt können wir es nicht mehr ändern. Wir hätten es auf dem Platz ändern können, das haben wir nicht geschafft.